Hello, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin am Fluss unterwegs und bin hier gerade mitten drin, mich durchzukämpfen durch das hohe Gras. Ganz schön anstrengend, aber es geht. Ich hatte ehrlich gesagt, bin auch sehr spät dran, es ist gleich schon, ist schon 8:30 Uhr. Und ja, der Hauptgrund ist natürlich, ich hatte keinen so einen richtig Bock auf die Schlepperei. Aber der Flussabschnitt, an dem ich bin, der ist wirklich super interessant, aber nur nicht zum Karpfenangeln. Ich glaube, kein normaler Karpfenangler würde sich da hinsetzen. Ich bin mal gespannt, ob da was geht. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Spaß beginnt. Das allererste erledige ich jetzt mal kurz schnell füttern. 2-3 Schaufeln verteilen auf dem kleinen, auf dem schönen Stück hier. Die Natur ist hier einfach mega, total unberührt. Keine Sau kommt hier zum Angeln her, weil es richtig beschissen ist, hierher zu kommen an den Abschnitt. Hier seht ihr den Fluss, den ich befischen werde. Und zwar hier rechts am Ufer entlang. Hier ist die Außenkurve sozusagen. Ganz da vorne habe ich einen fetten Rückstrom. Den habe ich, als ich schon mal hier war, habe ich den Rückstrom da vorne von der Spitze aus befischt. Dieses Mal fische ich den von hier und fische eine Rute hier links direkt am Ufer. Wird schon dunkel, ich muss mich echt sputen. Ich habe nicht nur war ich spät dran, ich habe auch noch jemanden getroffen, den ich kenne, und habe dann mit dem noch ein bisschen gequasselt. Nochmal ein bisschen Zeit vertrödelt. Ja. Und jetzt bin ich schon wieder im Verzug. Ja, ich wollte eigentlich fischen 8 to 8, also 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Ja, jetzt wird es halt 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Ist auch nicht so schlimm. Ich muss morgen wieder relativ früh einpacken. Ist halt so, kann ich nichts dafür. Viel beschäftigt. Zumindest nach meinem Empfinden viel. Stechmücken sind auf jeden Fall schon gut vertreten hier. Den hat der Regen und jetzt die warme Sonne in den letzten Tagen richtig, richtig gut getan. Ne? Super, da freut man sich doch. Andere Route. Hier habe ich jetzt ein Inline-Blei drauf. Einfach nur so, damit ich eine höhere Chance habe, den Fisch zu verlieren und eine kleinere Chance habe, das Gewicht zu verlieren. Hier seht ihr jetzt mein Rig, super simpel. Einfach nur ein Inline-Blei und ein Sinker und das fische ich jetzt hier 50-60 Meter Strom ab.
aber direkt am Ufer genauso nah wie die andere Route, weil hier ist die Außenkurve von der Strömung, da ist es ein kleines bisschen tiefer, sonst ist es ein extrem flacher Bereich hier. Und ja, da hoffe ich halt mal, dass ein paar Karpfen vorbeiziehen, die ich hier in der Nähe beobachtet habe. Also, probieren wir es. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das hier weitergeht. Oh, ist jetzt gleich dunkel. 9 Uhr, 21 Uhr 12 und um 21. Oh, da hatte ich jetzt gerade schon eine Attacke. Ist auch hundertprozentig ein Döbel. Also ich denke, ein Döbel wird kommen. Da habe ich jetzt hier auch schon einige Fische gesehen. Die Frage ist allerdings, also springen sehen, die Frage ist allerdings, ob sich hier auch irgendwie die Karpfen gerade rumtreiben. Ich bin echt mal super, super gespannt. Das ist hier alles andere als ein Karpfenwasser. Ich kann es nur wieder sagen. Ich baue jetzt mal noch kurz mein kleines Mini-Zelt auf. Ich habe mich heute für das Mini-Zelt entschieden. Das ist wirklich, wirklich mini. Da passt gerade so meine kleine Liege rein. Also ich habe die kleine Tracker. Ich habe die ganz kleine Tracker. Ja, was ist das? Levlight oder so? Da passe ich auch gerade selbst so drauf. Die ist 1,80 Meter lang und ich bin irgendwie auch 1,80 Meter lang. Irgendwie sowas. Oder 1,90 Meter ist die lang oder irgendwie so. Vielleicht hat die auch Außenmaß 2 Meter, aber mehr auf gar keinen Fall. Und mein kleines Aqua Atom ist genau so groß, dass das Ding gerade so reinpasst und ich noch oben drauf. Also mehr geht da wirklich nicht. Und das nehme ich immer dann, wenn ich wirklich ganz, ganz wenig Platz an der Angelstelle habe. Ich hätte jetzt hier eigentlich genug Platz für ein bisschen größeres Zelt, aber ich mag das nicht dann an solchen Stellen, wenn ich genau vor den Füßen angel und so. Da liebe ich es einfach minimalistisch zu sein und es gefällt mir am allerbesten. Ja. Dann habe ich mich gegen den Schirm entschieden, weil ich mehr Schutz haben wollte gegen Insekten und Getier. Hier kriecht's und fleucht's überall. Ja. Außerdem habe ich Angst, dass mir der Biber nachts irgendwie ins Zelt reinkriecht. Hier ist alles voller Biber und ja, brauche ich jetzt irgendwie auch nicht. So, hier wo ich angle, ist ganz schön viel Strömungsdruck drauf. Das sehe ich jetzt schon. Ich habe jetzt schon Zeug, das mir in die Route treibt. Die eine Route dürfte eigentlich kein Problem sein, die liegt ja genau vor meinen Füßen. Und die andere Route, die fische ich stromab, auch direkt am Ufer. Allerdings muss ich die vielleicht noch stärker am Ufer fischen. Das werden wir jetzt dann sehen. Auf jeden Fall, jetzt mache ich erstmal eine Runde chillen, trinke einen Tee. Ah ja, vorher muss ich noch das Zelt aufbauen. Vielleicht hört ihr später noch was von mir, aber vielleicht auch erst morgen früh. Resümee-mäßig. Das hat mir in letzter Zeit auch ganz gut gefallen. Könnt ihr mir mal drunter schreiben, ob euch das besser gefällt, wenn ich euch nachts ab und zu dazu hole. So mit LED-Beleuchtung. Oder morgens erst ein Resümee euch gebe für in der Nacht. Oder beides. Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, was euch besser gefällt. Manchmal sind die Erzählungen von der letzten Nacht ja auch schon ganz geil. Also, nicht falsch verstehen. Mitten in der Nachtsequenz. Oh yes, oh yes, oh yes. Hey, kurze Frage. Geht es euch auch immer mindestens einmal im Jahr so, dass man im Frühjahr erstens sich einen Sonnenbrand einfängt und zweitens mindestens einmal sich nicht warm genug anzieht, weil es draußen schon richtig warm war am Tag und nachts dann doch kalt ist? Passiert mir jedes Jahr irgendwie. Habe jetzt zwar eine Jacke dabei, die ziehe ich auch gleich an und dann lege ich mich im Schlafsack und dann alles gut. Aber ja, keine Ahnung, eine Mütze hätte ich gern jetzt. Die habe ich im Auto gelassen, da habe ich jetzt keinen Bock hinzulaufen.
Aber heute zur Tea Time auch noch Soft Baked Cookies. Oh yes. Also vorher hatte ich schon so eine richtig krasse Attacke auf meinen Boilies. Ich denke mal, es waren natürlich Döbel. Typische Döbel-Attacken. Heute ist echt super, super dunkel. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich wollte nur sagen, es ist mega dunkel, es ist voll schön. Es ist ein bisschen kalt. Tee ist geil und hoffentlich geht was. Bis später. Hoffentlich. So, Fisch. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin ein bisschen ambivalent. Ich bin mega froh, dass ich überhaupt was gefangen habe, aber richtig enttäuscht, weil ich nach dem Biss, als ich noch geschlafen habe, gedacht habe, boah, geil, Karpfen. Das ist mal wieder ein richtig schöner Döbel. Er ist echt groß. So vollgefressen wie sonst ist er nicht, aber echt ein langer, langer Fisch. Also, immerhin nicht blank. Ja, was wäre das Flusskarpfenangeln ohne Döbel? Langweilig, oder? Na egal, das sind coole Fische eigentlich. Naja, wieder mal kein Karpfen. So, meine Teereste habe ich noch. Wunderschönen guten Morgen. Zum zweiten Mal, wir haben uns ja schon ein bisschen gesehen. Karpfen gab es jetzt leider keinen. Aber nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Ich denke jetzt auch nicht, dass da noch einer kommen wird. Ich hätte zwar noch Lust, jetzt hier noch ein bisschen rumzuhängen und so. Das ist eigentlich richtig schön gerade hier. Aber ja, ich würde eh sowieso nur einen Sonnenbrand kriegen. Und ja, ob jetzt da noch was geht, weiß ich nicht. Ja, die zwei Stellen, die ich hier befische mit meinen Ruten, das sind sehr, sehr flache Stellen. Also, das heißt, die eine Stelle hat vielleicht so einen Meter, 1,50 Meter vielleicht. Ja, könnte es sein, dass die nur 1,50 Meter hat. Ja, sowas könnte vielleicht schon sein, die ist ein bisschen tiefer. Da beginnt schon so das Loch. Da vorne ist so ein bisschen so eine Rückströmung, die ist ein bisschen tiefer. Und ich fische aber kurz davor. Und die andere Route, die fische ich ganz genau vor den Füßen. Da habe ich auch immer wieder Attacken gehabt von Döbeln, aber keinen gehakt. Und die wiederum, die liegt vielleicht so auf 60 cm, 50, 70 höchstens. Also die liegt sehr flach. Und ich weiß nicht, ob die Karpfen jetzt hier bei hellem Sonnenschein einfach hier in so flachem Wasser fressen. Tun sie, glaube ich, schon, aber ich habe sowieso nicht so ein riesen Vertrauen dann da und ja, weiß nicht. Aber ich muss eh gehen, von daher ist eigentlich gerade egal, ob es gut wäre oder nicht, ich muss einfach weg. Habe noch was, ein paar Dinge zu erledigen, von daher ist einfach so. Aber ich weiß ja nicht, ich habe schon, wobei ich muss sagen, ich habe auch schon im hellen Sonnenschein im Fluss Fische beim Fressen beobachtet. Ist noch gar nicht so lange her und es war auch hier in der Gegend.
Und als ich hier schon mal geangelt habe, habe ich morgens, glaube ich, um 9 oder so erst einen Biss bekommen. Und es war dann ein Karpfen. Von daher, ja. Also ich glaube nicht, das war aber nicht genau hier, sondern ein bisschen weiter weg. Ich glaube nicht, dass es schlecht ist hier. Also da kann man, glaube ich, Fisch, Karpfen fangen. Ich bin mir sehr sicher, bin mir sogar sicher, dass die hier auch zum Fressen vorbeiziehen. Das kann eigentlich nicht anders sein. Und da, wo man Döbel fängt, kann man auch Karpfen fangen. Da bin ich super überzeugt von. Ja, das habe ich schon so oft erlebt, dass ich Döbel gefangen habe, Döbel gefangen habe, Döbel gefangen habe, dann war eine Ruhe und dann kam ein Karpfen. Das habe ich schon so oft erlebt und ich bin davon überzeugt, dass da, wo die Döbel fressen, die Karpfen auch fressen. Ja, da betteln sich gerade Vögel. Ich glaube, dass da ein kleiner Vogel sein Nest verteidigt. Ja, die schimpft ganz schön. Das war denn das? Boah, ich bin im Arsch. Ich habe richtig scheiße geschlafen. Wo war ich stehen geblieben? Bevor die Vögel mich unterbrochen haben. Ja, die fressen an den gleichen Stellen. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen glaube ich auch, dass ich genau hier auch Karpfen fangen kann. Der Grund, warum ich es hier versuche, obwohl es hier überhaupt nicht nach Karpfen aussieht, wegen diesen vielen flachen Strömungsbereichen, es ist eher so Barben, Forellen, Döbelabschnitt. Ich probiere es deshalb trotzdem hier, weil ich hier in der Nähe Fische gesehen habe. Und hier, und zwar viele Fische und große auch teilweise. Und tagsüber aber nur. Die ist nur tagsüber da. Am Abend ziehen die da weg. Und tagsüber habe ich sie schon versucht zu fangen. Habe ich aber noch nicht hingekriegt. Ist aber noch nicht Ende aller Tage. Auf jeden Fall, wo ziehen die hin? Die müssen ja irgendwo fressen. Also versuche ich sie irgendwo abzufangen. Das war jetzt halt mal mein erster Versuch. Ich bin noch nicht fertig damit. Ja, ich werde sie wieder versuchen. Dann werde ich sie woanders suchen, die Fische. Woanders versuchen zu fangen. Und irgendwann kriege ich sie. Haha, zumindest ein, zwei von denen oder drei. Ich gebe nicht auf. Meine Angelsession ist hier ziemlich gelaufen. Ich wünsche euch einen genialen Tag. Haut rein. Vielleicht sind die Fische bei euch noch nicht beim Laichen. Dann wünsche ich euch noch eine richtig fette Mama. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Da werde ich vermutlich nicht beim Angeln sein, sondern da werde ich ein Tretkajak testen. Ja, geil, oder? Also freut euch. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.